Was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir gucken uns heute an, ob sich die Season Pässe in NBA 2K25 lohnen und welchen man sich holen sollte, wenn man Anfänger ist oder richtig diehard Zocker ist. Wo ihr überhaupt den Season Pass findet, sage ich euch jetzt, und zwar hier bei Heim im Saisons. Da klickst du drauf und dann gelangst du auch schon in die Übersicht, was man alles bekommen kann. Wir haben unten im roten Bereich bei Season 1 alles, was man bekommt, ohne irgendwas zu kaufen. Du bekommst was von My Team, du bekommst was von My Career. Und dann hast du oben noch einen Punkt Premium. Das sind die gelb unterlegten Belohnungen. Die bekommst du, sobald du den Pro Pass hast. Alle Leute, die die Hall of Fame Version von NBA 2K25 gekauft haben, die haben die Premium-Belohnung mit dem Pro Pass automatisch mit dabei. Die Leute, die eine Standardversion gekauft haben, die müssten für den Pro Pass 10 Euro investieren. Wenn du ein bisschen Geld sparen willst, guck mal in die Videobeschreibung. Da ist mein Link von Instant Gaming. Wenn du dir da PSN-Guthaben holst, sparst du etwas Geld. Das ist saucool und du supportest mich mit 3% von deinem Kaufpreis, ohne dass du mehr bezahlen musst. Im Gegensatz sparst du sogar noch. Genug der Eigenwerbung. Wir gucken uns mal an, was man noch für den Pro Pass bekommt. Ein Amethyst Vince Carter, Season 1 Pro Pass Pack und dann Cosmetics für dein MyPlayer. Die Belohnungen hier oben im Premium-Punkt sind immer so, dass ich finde, man seinen Geldwert wieder reinholt. Also das, was du bekommst, würde sowieso so viel Geld kosten. Und ich finde, das ist bei 20 Euro auch schon so, wenn man das nachzählt. Also wenn du die VC, die du kriegst und die MT, die du kriegst, plus die ganzen Spielerbelohnungen und so weiter zusammenzählst, dann kriegst du deine 20 Euro zumindest wieder zurück. Was du dann aus den Player-Packs bekommst, das ist, glaube ich, dann erstmal ein bisschen Glückssache. Da ist dann die Frage, ob sich das dann lohnt, aber du kriegst dein Geld zurück. Die Frage ist, willst du jedes Season 20 oder 10 Euro in das Spiel investieren? Manche Leute wollen gar kein Geld investieren, andere investieren Hunderte, manche sogar Tausende Euros in NBA 2K pro Jahr. Ich finde, wie gesagt, Pro Pass zum Anfang, vor allem wenn man Bock hat, wenn man Hype hat und man hat sich erstmal nur eine Standardversion geholt und hat noch ein bisschen Geld übrig, Pro Pass ist ein Muss. Warum ist ein Pro Pass nicht schlecht, nicht nur wegen den Bonussachen, die man bekommt, VC, MT, Double XP Coins, sondern auch wegen dem Pink Diamond Tracy McGrady. NBA 2K macht es leider Gottes so, dass man einen Vorteil hat, wenn man Geld bekommt, aber wer schon länger in der Gaming-Szene unterwegs ist, der weiß, wie der Hase läuft. Dieser Tracy McGrady, den du bekommst, wenn du den Pro Pass auf Level 40 durchspielst, hat irgendeinen Vorteil, den der normale Tracy McGrady, den ich jetzt hier hinter mir verdecke, nicht hat. Entweder hat er bessere Animationen, ist dadurch besser spielbar, oder er hat andere Plaketten, bessere Plaketten, mehr Plaketten oder mehr Spots für Plaketten, die man hinzufügen kann. Das sind Vorteile, die man im Spiel merkt. Deswegen, ja, hier auf jeden Fall Pay to Win. 20 Euro, und da kommen wir jetzt zum Hall of Fame Pass, ist die Frage. Das ist, finde ich, kein Muss. Das ist wirklich, generell ein Muss ist es nie. Ja, ich sag nicht, du musst Geld ausgeben, ja. Vor allem nicht die jüngeren Leute. Aber wenn du es hast, dann finde ich, ist der Pro Pass wirklich eine Empfehlung. Der Hall of Fame Pass ist jetzt für die Leute, die wirklich schnell an Sachen rankommen wollen, die schnell durchkommen wollen, die früh sehr gut sein möchten. Leute, die auch online spielen und ein bisschen ernster nehmen, was da passiert. Du bekommst direkt 15.000 VC. Das ist für die Leute, die ja ihren MyPlayer verbessern wollen oder die Packs ziehen wollen, recht wichtig. Außerdem bekommst du direkt 10 Levelsprünge. Das heißt, ich bin jetzt gerade Level 1. Ich wäre direkt Level 11 und würde die Belohnung schon direkt mitnehmen. Plus, ich bekomme für alles, was ich ab dann mache, 15% mehr Levelzuwachs als ohne Hall of Fame Pass. Ich habe die letzten Seasons, beziehungsweise im letzten Jahr, eigentlich immer den Hall of Fame Pass geholt, weil ich durch den Support von der Community das quasi umsonst bekomme oder mir das erarbeitet habe durch meine Videos und Streams. Und ich bin dann immer sauschnell auf Level 40 gewesen. Also wenn der Level 40 Spieler gut ist, dann ist das sehr hilfreich. Aber wie gesagt, das ist dann wirklich nur für die Leute, die sehr schnell wollen oder die sehr kompetitiv unterwegs sind. Ich hoffe, das Video hat geholfen. Schreibt mir in die Kommentare, mit welchem Pass ihr geht. Hall of Fame Edition, Leute. Seid ihr bei dem Pro Pass geblieben oder upgradet ihr zum Hall of Fame Pass? Ich werde zum Hall of Fame Pass upgraden, weil ich werde jetzt erstmal viel spielen. Für mich wird sich das lohnen. Ich hole es wieder rein. Und alle Leute, die sich die Standard Edition geholt haben, schreibt mir mal rein, wie ihr euch da entschieden habt. Man kann es später immer noch kaufen. Ja, du kannst jetzt erstmal abwarten, ob der erste Content Creator sich diesen neuen Tracy McGrady holt. Ob der sagt, dass der viel besser ist als die Standard Edition.
von diesem Level 40 Belohnungsspieler und dann kannst du immer noch entscheiden. Ja, auf den einen Tag, auf die zwei Tage kommt es nicht drauf an. Manche Leute kommen erst am Freitag dazu. Deswegen, schaut mal rein, überlegt es euch. Das ist meine Meinung dazu. Und wenn dir das Video weitergeholfen hat und wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da. Abonniere, wenn du neu bist. Konstantester My Team Creator in Deutschland. Ich will nicht pushen, aber es ist leider so. Und ja, Mann. Ich denke, wir werden ein gutes Jahr haben. NBA 2K25 sieht gut aus. Leute, danke fürs Zusehen.